Jetzt mal eine vernünftige Aufgabe zur Ableitung. Ich wüsste gerne, was die Wurzel 52 ist, ungefähr, mithilfe der Ableitung. Sie haben inzwischen alles parat, um das tatsächlich schätzungsweise auszurechnen, die Wurzel aus 52. Welche Wurzel wäre noch viel einfacher zu berechnen? Genau, die Wurzel aus 49 wäre 7. Ja, das ist einfach. Wurzel aus 49 ist 7. Wurzel 52 ist etwas mehr. Und ich möchte Sie bitten, darüber nachzudenken, wie viel mehr. Wie kann ich mit Hilfe der Ableitung schätzen, wie viel mehr die Wurzel 52 als die 7 ist? Machen Sie mal ein Bild dazu und versuchen Sie das auszutüfteln. Nicht unbedingt eine quadratische Parabel malen, das könnte man auch ruhig die Wurzelfunktion malen. Das muss ich wahrscheinlich nochmal sagen, wie das zusammenhängt. Wenn Sie die quadratische Parabel haben, die Wurzelfunktion ist ja in gewisser Weise eine Umkehrung davon, Details später, wenn das hier das Quadrat ist, Punkt ins Quadrat, die Funktion, die quadriert, ist die Wurzelfunktion vom Verlauf her eine ähnliche Kurve, aber gespiegelt an der 45-Grad-Diagonalen. Nicht ganz gelungen. So. Na, immer noch nicht ganz gelungen. So gefällt mir das besser. So sieht die Wurzelfunktion aus. Die halbe Parabel nehmen und spiegeln an der 45-Grad-Diagonalen. Das hier wäre die 45-Grad-Diagonale. Sehen wir in den nächsten Wochen nochmal genau. Ich möchte mit der Kurve von der Wurzelfunktion starten. Irgendwo hier bei 49 geht die durch die 7. Sie sehen, da muss man die Achsen anscheinend ein bisschen stauchen, damit das alles so hinhaut. Irgendwo hier, na, so. Und dann läuft da die Wurzelfunktion durch. Ich male sie vielleicht auch mal wieder in Rot, wie eben. So läuft die Kurve da irgendwie durch. Und wenn Sie die insgesamt malen, die Wurzelfunktion, ich sitze also hier irgendwo schon auf dem fortgeschrittenen Teil der Wurzelfunktion. Und mich interessiert jetzt der Wert an der Stelle 52. Das ist die Situation. Dieser Wert interessiert mich. Versuchen Sie, den rauszukriegen mit Hilfe der Ableitung. Wie lang ist diese Strecke mit Hilfe der Ableitung? Pi mal Daumen, aber das ist dann schon relativ genau. Irgendwas muss jetzt hier mit Steigungsdreiecken passieren. Offensichtlich, es geht um Ableitung. Der Trick ist, an diese Stelle 49 die Tangentengerade zu legen. Ich hoffe, das gelingt mir hier. Ja. So. Das Grüne hier soll die Tangentengerade sein. Tangentengerade. Die kann ich mit Hilfe der Ableitung bestimmen, die Tangentengerade. Insbesondere an der Stelle 49 ist die schön einfach auszurechnen. Ich sollte das dazu schreiben. Tangentengerade an x ist gleich 49, an der Stelle 49. Und jetzt benutzen Sie die Tangentengerade, um da den Wert abzulesen. An der Stelle 52, das passt nicht hundertprozentig, aber das ist schon ziemlich genau. Also die bestimmen die Tangentengerade und gucken auf der Tangentengerade nach, was denn der Wert an der Stelle 52 so Pi mal Daumen sein sollte. Das ist der Trick. Da rechnen Sie mal weiter. Der Begriff Ableitung ist noch nicht sicher da. Das merkt man dann in solchen Aufgaben, dass das noch nicht geht. Die Ableitung einer Funktion sagt mir, für jede Stelle x, was denn die Steigung der Tangentengerade dieser Funktion an der Stelle x ist. Wenn das hier mein f ist, meine Funktion, weiß ich, dass hier f' die Ableitung an dieser Stelle, ich sag mal x1 dazu, die Ableitung meiner Funktion an dieser Stelle, wie groß ist die ungefähr, die Ableitung meiner Funktion an dieser Stelle, wenn Sie schätzen müssten,
Genau, 1. Die Ableitung sagt, die Steigung, was die Steigung der Tangentengrade ist. Nein, nicht ganz gelungen. Steigung 1 stimmt jetzt auch nicht wirklich. Ist ein bisschen zu groß, vielleicht ein bisschen zu steil, aber vom Prinzip her. Wenn Sie irgendwo die Tangentengrade dranlegen, sagt Ihnen die Ableitung der Funktion, was denn die Steigung der Tangentengrade ist. Hier oben hat die Tangentengrade die Steigung 0, die ist platt. Das heißt, die Ableitung ist an dieser Stelle für dieses x, ich nenne das mal x2, für dieses x ist die Ableitung gleich 0. Hier unten ist die Ableitung 0. Hier ist die Ableitung ungefähr minus 1. Hier ist die Ableitung vielleicht, lass mal hier so, was sieht so häufig aus. Ist ja schwierig. Machen wir es so. Hier ist die Ableitung, na was weiß ich, minus 0,7 vielleicht. Nennen wir das x3. Hier wäre die Ableitung, sagen wir mal, minus 0,7. Minus, weil wir ja fallen. Wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, falle ich 0,7 Schritte. Das soll minus 0,7 heißen. 0, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, passiert nichts nach oben, unten. 1, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, steige ich einen Schritt. 2 wäre, ich steige 2 Schritte und so weiter. Das sagt die Ableitung, die Steigung meiner Funktion für jedes x aufgeschrieben als Funktion. Das wird dann nachher bei der Physik gerne mal eine Geschwindigkeit. Da malt man auf, wie denn die Position abhängt von der Zeit. Sollte man ein ordentliches x dahin schreiben. Die Physiker malen dann gerne auf, wie die Position abhängt von der Zeit, der Ort abhängt von der Zeit. Und dann hat man hier die Geschwindigkeit. Wenn sich der Ort nicht ändert, momentan nicht ändert, ist die Geschwindigkeit 0. Positive Geschwindigkeit, ich fahre vorwärts, negative Geschwindigkeit, ich fahre rückwärts. Je höher die Geschwindigkeit, desto schneller ändert sich der Ort mit der Zeit. So kommt das dann gerne in der Physik vor. In der Mathematik gerne sowas wie Tangentensteigung. Genau das brauchen wir hier, die Idee der Tangentensteigung. Sie können nämlich jetzt sagen, was die Steigung dieser grünen Gerade ist, mithilfe der Ableitung. Ich starte mit der Wurzelfunktion. Mich interessiert die Steigung der Wurzelfunktion. Dazu leite ich die Wurzelfunktion ab. Das hatten wir am Dienstag oder so schon gesehen. Ableitung der Wurzelfunktion ist 1 durch 2 mal die Wurzelfunktion. 1/2 x hoch minus 1/2. Die Ableitung der Wurzelfunktion. Wenn ich wissen will, was die Steigung der Wurzelfunktion an der Stelle 49 ist, rechne ich 1 durch 2 mal Wurzel 49. 1 durch 2 mal Wurzel 49. Das ist der Sinn der Ableitung. Ich bestimme die Steigung. Und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern an allen möglichen Stellen. Für alle x. Wie steil ist die Wurzelfunktion an der Stelle 9? 1 durch 2 mal Wurzel 9. 1/6. Wie steil ist die Wurzelfunktion an der Stelle 49? 1 durch 2 mal Wurzel 49. Also, Wurzel 49 können wir ausrechnen, 7, 1/14, das ist die Steigung hier. Diese Gerade hier geht, anders als ich es gezeichnet habe, gemein, diese Gerade geht, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, 1/14 nach oben. Deutlich flacher, als ich es hier eingezeichnet habe, 1/14. Das ist die Steigung meiner Wurzelfunktion an der Stelle 49, 1/14. Die Steigung also der Tangentengrade. Nachdem man das hat mit der Steigung, ist der Rest nicht so ein Drama. Ich kann einen Steigungsdreieck einmalen. 3 nach rechts, so und so viel nach oben. Das Steigungsdreieck hier an die Tangentengrade. Damit kriege ich raus, wie viel ich denn Pi mal Daumen über 7 hinausgehen muss. Die Strecke hier unten ist 7 und ich gehe jetzt so und so viel weiter. Das gucke ich auf der Tangentengrade nach, nicht auf der Originalkurve, der roten Kurve, sondern auf der Tangentengrade. Ich gehe 3 Schritte weiter mit der Steigung 1/14. Das sind 3/14. 3 zur Seite gehen mit der Steigung 1/14. Wenn ich einen Schritt zur Seite gehe,
habe ich ein Vierzehntel nach oben gewonnen, ich gehe zwei Schritte zur Seite, zwei Vierzehntel, ich gehe drei Schritte zur Seite, drei Vierzehntel habe ich gewonnen, auf der Geraden. Also wäre meine Näherung, Wurzel 52 ist ungefähr 7 drei Vierzehntel. Wir können einmal gerade den Taschenrechner bemühen, um festzustellen, in welcher Größenordnung das so ist, ob wir da halbwegs was Plausibles haben oder weit weg liegen. Im zweiten Semester erzähle ich auch was dazu, wie man sagen kann, wie genau denn solche Schätzungen sind. Da erfahren Sie ganz viel in der Physik zur Genauigkeit von Messwerten. Man muss eben den Fehler angeben. Diese Schätzung hier, 7 3 Vierzehntel, hilft mir nichts, wenn ich erwarte, dass es so plus minus 10 daneben liegt. Wenn diese Schätzung plus minus ein Hundertstel nur falsch ist, dann finde ich die gut. Man muss also noch so eine Art Fehler, einen erwarteten Fehler angeben. Das können wir jetzt noch nicht, kommt später. Das gucken wir uns einfach mal an, wie das aussieht. 7 3 Vierzehntel, 7 plus 3 durch 14. Also der offizielle Wert hierfür wäre 7,214. 7,214 und so weiter. Und die Wurzel aus 52, die Wurzel aus 52, 7,211 und so weiter. Also das wäre der offizielle Wert, 7,211 und so weiter. Das heißt, Sie sehen, wir haben tatsächlich zwei Dezimalstellen auf diese Weise, nur mit der Ableitung. Braucht man das im wahren Leben? Nee, aber man muss natürlich eine Idee haben, auch auf Anhieb Wurzel 52, ist das jetzt monströs weit weg von Wurzel 49 oder nur so ein Hauch weit weg. Und an vielen Stellen braucht man tatsächlich solche Näherungen, weil man die Funktion als solche gar nicht mehr richtig ausrechnen kann oder nicht effizient genug ausrechnen kann. Und Sie brauchen die Idee, was die Ableitung denn tut. Die Ableitung als Tangentensteigung, das kommt an vielen Stellen vor, insbesondere dann in der Physik, wenn es eben von wenn die Position abgeleitet wird und zur Geschwindigkeit wird und die Geschwindigkeit abgeleitet zur Beschleunigung wird, wenn Sie da nicht die Vorstellung haben, wie das zusammenhängt, stehen Sie ganz schnell auf dem Schlauch. Weil das mit der Tangentengerade noch nicht so ganz klar ist, berechnen wir jetzt mal eine. Nehmen wir nochmal die Wurzelfunktion. Ja, hier müsste dann die 1 liegen, ne? Wir gucken uns die Wurzelfunktion mal an einer anderen Stelle an. Wurzel 1 gibt 1. So wird das um den Ursprung herum aussehen. Jetzt wüsste ich gerne etwas mehr als eben, nämlich die Gleichung für die Tangentengerade, die hier bei der 1/2 dran läuft. Also legen Sie an die Kurve der Wurzelfunktion hier bei x gleich 1/2 die Tangentengerade dran. Oh. Ja, ein bisschen flacher muss sie werden. So, die Tangentengerade an die Wurzelfunktion legen an der Stelle x gleich 1/2. Und jetzt hätte ich gerne wirklich eine Gleichung, weil das eben nicht so klar war, eine Gleichung für die Tangentengerade. Y ist gleich so und so viel mal x plus so und so viel, wirklich eine Gleichung für die Tangentengerade. Das hier ist y gleich Wurzel x. Und nun die rote Gerade. So, die Steigung der roten Geraden. Ich kenne die Stelle, an der ich die Tangentensteigung wissen will. Ich weiß, wie ich die Tangentensteigung ausrechnen kann. Also die Steigung meiner Tangentengeraden. 1 durch 2 mal Wurzel x war die Ableitung meiner Funktion. Ich weiß aber, an welcher Stelle ich die Tangentengerade haben will, 1/2. Also 1 durch 2 mal Wurzel 1/2 wäre meine Steigung. Das hier ist die Steigung. Das kann man etwas hübscher machen. 1 durch 2 mal Wurzel 1/2, irgendwelche Vorschläge? Ja, Sie gucken sich den Nenner an. 1 durch 2 mal Wurzel 1/2, das ist Wurzel 1 durch Wurzel 2. Beim Bruch können Sie die Wurzeln einzeln ziehen.
Beim Produkt können Sie die Wurzeln einzeln ziehen. Vorsicht bei der Summe, das kam gerade eben schon mal wieder, bei der Summe können Sie nicht die Wurzeln einzeln ziehen. Nein, 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 das geht nicht. Beim Produkt können Sie die Wurzeln einzeln ziehen und beim Quotienten. Nicht bei der Summe, nicht bei der Differenz. Es sei denn, Sie haben zufällig gerade die richtigen Werte da in der Summe, aber im Allgemeinen geht das nicht. Bei dem Bruch hier geht das. Ich kann einzeln die Wurzel ziehen. Wurzel 1 ist 1. Na toll. Wurzel 1 ist 1. Und jetzt können wir es noch ein Stück vereinfachen. Ein doppelter Bruch hier. Ich teile durch 1 durch Wurzel 2. Das heißt, ich multipliziere mit dem Kehrwert nach oben die Wurzel 2. Durch den Kehrwert einer Zahl zu teilen, heißt mit der Zahl zu multiplizieren. Und das geht sogar noch einfacher. Jetzt habe ich blöderweise keinen Platz mehr hier. Schreibe da weiter. Es geht noch einfacher. Genau, da haben wir jetzt den Trick. Unten die 2 ist ja Wurzel 2 ins Quadrat. Diese 2 da unten ist Wurzel 2 mal Wurzel 2. Wurzel 2 ins Quadrat ist diese 2. Oben steht auch nur Wurzel 2 und jetzt kürze ich. Und dann habe ich 1 durch Wurzel 2. So. Das sollte die Steigung sein. Um da gerade mal einen Pi mal Daumenwert für zu haben. Was die meisten auswendig wissen, ist, dass Wurzel 2 irgendwas bei 1,4 ist. Wurzel 2 ist irgendwas bei 1,4. Will sagen, ist irgendwas bei 1,5. Denn 1,5 ist 3 halbe, das kann ich mir gut merken. Wurzel 2 ist über den ganz breiten Daumen irgendwas bei 3 halbe. Was ist also 1 durch Wurzel 2 ungefähr? Muss also ungefähr der Kehrwert sein, 2 Drittel. 2 Drittel sind 0,7 ungefähr. Das kommt relativ gut hin. 1 durch Wurzel 2 sind ungefähr 0,7. Das weiß man, wenn man es 1000 Mal gemacht hat, dann auswendig. Wurzel 2 ist was bei 1,4, 1 durch Wurzel 2 ist irgendwas bei 0,7. Das kommt da raus, 0,7. Und so weiter natürlich, näherungsmäßig. Sie sehen, meine Zeichnung ist mal wieder total peinlich. Die Gerade hätte also flacher sein müssen. So müsste sie eigentlich sein. Ja, nicht? 0,7. Wenn ich 1 zur Seite gehe, gehe ich 0,7 nach oben. Meine Gerade, die ich da eingezeichnet habe, sieht ja so aus, als ob das Ding eine Steigung von 1 hat. Ein Schritt nach rechts, genauso weit nach oben. Das stimmt nur nicht. Die Gerade muss flacher sein. Steigung 0,7. Damit weise ich den ersten hier, trage ich dann nochmal schon mal ein. Hier steht 1 durch Wurzel 2. Wie kriegen wir jetzt hier hinten den Achsenabschnitt? Der fehlt mir ja noch. Korrekt, ich habe nicht nur die Steigung, ich habe ja noch einen Punkt, nämlich 1/2 und was da rauskommt, das habe ich da gar nicht dran gezeichnet, ist überhaupt fürchterlich schief geworden hier. Hier ist ja der Wert Wurzel aus 1/2, also Wurzel aus 1 durch Wurzel aus 2, 1 durch Wurzel 2 ist der Wert hier. Und damit will ich jetzt meinen Achsenabschnitt kriegen. Ich schreibe mal doch mal B dahin, ganz klassisch. Wenn ich das jetzt einsetze, muss das ja hinhauen. Wenn ich x gleich 1/2 einsetze, 1 durch Wurzel 2 mal 1/2, plus das unbekannte B, muss ich das passende y, 1 durch Wurzel 2, rauskriegen. Das ist der Trick. Ich kenne die Steigung und wenn ich jetzt die eine Stelle einsetze, an der ich den Wert kriege, muss ich ja der Wert rauskriegen. An dieser Stelle stimmen die Tangentengrade und meine Originalfunktion auch im Wert überein. Die haben dieselbe Steigung und sie haben denselben Wert an dieser Stelle. Wenn ich 1/2 einsetze in meine Tangentengradengleichung, muss 1 durch Wurzel 2 rauskommen. Und das mache ich hier unten und damit kann ich b bestimmen. Einfach auflösen noch b. Also hier habe ich zu rechnen die Wurzel aus 1/2. Die Wurzel aus 1/2, das wäre mein Funktionswert. Von dem 1/2 die Wurzel. Die Wurzel eines Bruchs ist aber die Wurzel aus dem Zähler. Wurzel 1 macht 1 durch Wurzel aus Nenner, Wurzel 2. Das hatte ich jetzt in einem Schritt schon vereinfacht. Das ist meine Gleichung für b. Die nehme ich mal hier auf die nächste Seite. Da oben gehört sie nicht wirklich gut hin. So. Und das ist jetzt einfach nur dumm aufzulösen. Wenn ich das weiß, weiß ich, dass b ist gleich 1 durch Wurzel 2 minus 1 durch Wurzel 2 mal 2. Muss man das großartig jetzt ausrechnen? Es ist schon relativ offensichtlich, was hier dann passiert, wenn man das wieder zusammenfasst. Also mit etwas Übung sieht man irgendwann, das ist eine ganze
1 durch Wurzel 2 und das ist eine halbe 1 durch Wurzel 2. Ein ganzes minus ein halbes macht ein halbes. Ein ganzes Mal 1 durch Wurzel 2 und davon abgezogen ein halbes Mal 1 durch Wurzel 2 macht ein halbes Mal. Das ist eine Möglichkeit. Oder Sie klammern ganz offiziell aus. 1 durch Wurzel 2 kann ich aus beiden ausklammern. Hier steht 1 durch Wurzel 2 mal 1 minus ein halb. So habe ich es ausgeklammert. Wenn Sie sich wundern, wie kann ich da was ausklammern, schreiben Sie einfach noch eine 1 dahinter. Die macht ja nichts kaputt. Und damit habe ich 1 durch Wurzel 2 ausgeklammert und dann steht da, das ist 1 durch 2 Wurzel 2 im Nenner. Wie groß ist 1 durch 2 Wurzel 2 Pi mal Daumen? Genau, das muss was bei 0,35 sein. 1 durch Wurzel 2 war 0,7, haben wir eben gesehen, davon die Hälfte. 0,35. Also haben wir dieses B hier auch. Das B ist 1 durch 2 mal Wurzel 2, irgendwas bei 0,35. Die Kurve ist wirklich ganz kaputt gemalt. Also 0,35, das hier ist vielleicht so bei etwas ein Drittel, was ich eingemalt habe, vielleicht der etwas höher, die Gerade etwas flacher. Wenn man dann nochmal 2 Minuten nachdenkt, ist es nicht total unplausibel, dass diese Werte rauskommen. Das wäre die Gleichung einer Tangentengerade. Also hier gebe ich eine Gerade an, die sich an eine vorgegebene Kurve an einer vorgegebenen Stelle bestmöglich anschmiegt. Mithilfe der Ableitung. Die Ableitung gibt mir die Steigung. Den Achsenabschnitt kriege ich dann durch Einsetzen.